Einen schönen guten Morgen. Heute lernen wir die Konjunktionen weder noch, entweder oder zwar aber. Diese Konjunktionen sind mehrteilige Konjunktionen. Zuerst lernen wir die Konjunktion weder noch. Weder noch bedeutet eine doppelte Negation aus. Weder steht meistens in der Position 3, seltener in der Position 1. Im zweiten Satz folgt noch in der Position 1. Und jetzt lernen wir in Beispielen. Beispiel 1. Er war weder zu Hause, noch konnten wir ihn in seinem Büro erreichen. Im ersten Satz er, das Subjekt steht auf Position 1. War, das Prädikat steht auf Position 2. Weder, die Konjunktion steht auf Position 3. Im zweiten Satz. Zweiter Satz beginnt mit der Konjunktion. Die Konjunktion noch steht auf Position 1. Konnten, das Prädikat steht auf Position 2, wir, das Subjekt, steht auf Position 3. Zweites Beispiel, weder der Chef der Behörde kannte dieses Gesetz, noch seine Beamten wussten davon. Im ersten Satz, weder, die Konjunktion steht auf Position 1, der Chef, das Subjekt, steht auf Position 2, kannte, das Prädikat steht auf Position 3. Im zweiten Satz, noch, die Konjunktion steht wieder auf Position 1. Seine Beamte, das Subjekt steht auf Position 2, wussten, das Prädikat steht auf Position 3. Die Konjunktion weder noch verbindet nicht nur Sätze, sondern auch die Satzteilen. Wenn diese Konjunktion die Sätze verbindet, dann steht zwischen zwei Sätzen ein Komma. Wenn zwei Satzteilen verbindet, dann steht kein Komma. Beispiel. Er kommt weder heute noch morgen. In diesem Fall verbindet die Konjunktion zwei Satzteilen und darum steht kein Komma. Zweiter Satz, er kann weder richtig schreiben noch spricht er auch kaum auf Russisch. In diesem Satz verbindet die Konjunktion zwei Sätze und darum steht zwischen zwei Sätzen ein Komma. Jetzt lernen wir die Konjunktion entweder oder. Die Konjunktion entweder oder bedeutet eine Wahl zwischen zwei Möglichkeiten. Entweder steht in der Position 1 oder 3, dagegen steht oder wie immer in der Position 0. Jetzt lernen wir Beispiele. Entweder kommt er noch heute oder er kommt überhaupt nicht mehr. Im ersten Satz entweder steht auf Position 1. Kommt, das Prädikat steht auf Position 2, er, das Subjekt, steht auf Position 3. Im zweiten Satz, oder die Konjunktion steht auf Position 0, er steht auf Position 1, kommt, das Prädikat steht auf Position 2. Zweites Beispiel, er geht entweder heute ins Kino oder er geht überhaupt nicht. Im ersten Satz, er steht auf Position 1. Geht, das Prädikat steht auf Position 2, entweder die Konjunktion steht auf Position 3. Im zweiten Satz, oder steht auf Position 0, er, das Subjekt, steht auf Position 1, geht, das Prädikat steht auf Position 2. Warum nennt man die Position von oder 0? Wenn zwischen zwei Sätzen ein Komma steht, dann nennt man das Position 1. In diesem Fall gibt es kein Komma und darum steht oder auf Position 0. Die Konjunktion entweder oder verbindet nicht nur Sätze, sondern auch die Satzteilen. In beiden Fällen benutzt man kein Komma. Beispiel: Ich lerne entweder Russisch oder Deutsch. In diesem Fall verbindet die Konjunktion zwei Satzteilen. Zweites Beispiel: Ich gehe entweder heute ins Theater oder ich gehe essen. In diesem Fall verbindet die Konjunktion zwei Sätzen. Und jetzt lernen wir die Konjunktion zwei aber. Die Konjunktion zwei aber bedeutet trotzdem. Die Konjunktion zwei aber steht entweder in der Position 1 oder 3. Und jetzt lernen wir in Beispielen. Zwar war das Zimmer ungeheizt, aber die Kinder liefen barfuß herum. Im ersten Satz. Zwar, die Konjunktion steht auf Position 1, war, das Prädikat steht auf Position 2, das Zimmer, Subjekt,
steht auf Position 3. Im zweiten Satz, aber die Konjunktion steht auf Position 1. Die Kinder, das Subjekt steht auf Position 2. Liefen, das Prädikat steht auf Position 3. Zweites Beispiel. Er kennt mich zwar vom Sehen, er grüßt aber mich nur selten. Im ersten Satz, er, das Subjekt steht auf Position 1, kennt, das Prädikat steht auf Position 2, zwar, die Konjunktion steht auf Position 3. Im zweiten Satz, er steht auf Position 1, grüßt, steht auf Position 2, aber steht auf Position 3. Die Konjunktion zwar aber verbindet immer zwei Sätze. Zwischen zwei Sätzen steht immer ein Komma. Zwar hatte er starke Kopfschmerzen, aber er wollte doch an der Besprechung teilnehmen. In diesem Satz verbindet zwar aber zwei Sätze und darum steht zwischen zwei Sätzen ein Komma. Einen schönen Dank für die Aufmerksamkeit.